Corona-Strategie. Angst erwünscht. Fast täglich wird durch die Medienberichterstattung zur Corona-Krise Angst geschürt. Neue Infektionszahlen werden vom RKI meist ohne konkrete Bezugsgrößen genannt, wie zum Beispiel die Falsch-Positiv-Rate Getesteter. Ebenso wird nicht erwähnt, dass eine Infektion, also nachgewiesene Viruspartikel durch einen Corona-Test, nicht gleichzusetzen ist mit einer Covid-19-Erkrankung. Immerhin bleiben ca. 80% der Infizierten symptomfrei. Weiter werden Bilder von großen Särgen, Leichenwägen oder Gräbern als Titelbilder in Szene gesetzt und damit die Emotionen der Zuschauer beeinflusst, anstatt vermeintliche Corona-Todeszahlen in Beziehung zu setzen zu den alltäglichen Sterbefällen. In Deutschland sterben zum Beispiel jeden Tag im Durchschnitt über 2000 Menschen. Behauptungen, dass Corona das Nervensystem und andere Organe angreife oder bei Kindern das Kawasaki-Syndrom, eine akute entzündliche Erkrankung, auslöse, werden von den Medien verbreitet, ohne zu erwähnen, dass auch andere Infektionskrankheiten in seltenen Fällen derartige Folgeschäden mit sich bringen können. Das ist jedem Mediziner bekannt, findet aber zum Beispiel bei gewöhnlichen grippalen Infekten kaum Erwähnung in den Medien, sodass der Bürger den Eindruck erhält, diese Folgeschäden seien neu und Corona daher besonders gefährlich. Es stellt sich also die Frage: Warum berichten unsere Medien auf eine derart angstschürende Art über Corona? In den letzten Jahren wurde durch persönliche Berichte in der Bevölkerung und durch wissenschaftliche Studien, die vornehmlich von alternativen Medien veröffentlicht wurden, zunehmend Kritik an der heutigen Impfpraxis laut. Um dieser Kritik an der Impfpraxis entgegenwirken zu können, wurden nach der verschmähten Schweinegrippeimpfung sogenannte infodemiologische Studien im Auftrag des deutschen Bundesgesundheitsministeriums ausgewertet. Die Infodemiologie ist ein neuer Wissenschaftszweig, der die aktive Kontrolle von Gesundheitsdaten und Informationen im Internet zum Ziel hat. In einer solchen Studie wird vorgeschlagen, dass man die Angst vor Viren und Bakterien, welche eine Krankheit auslösen können, nach oben manipulieren solle und dafür verschiedene propagandistische Mittel einsetzen könne, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Ich zitiere: Ferner werden häufig diskutiert, ob zur Erhöhung der Impfraten sogenannte Furchtappelle eingesetzt werden sollten. Dabei wird gezielt Angst ausgelöst, um ein Schutzverhalten zu erwirken. Eine Meta-Analyse zur Wirkung von Furchtappellen zeigt, dass sie am ehesten eine Verhaltensveränderung bewirken. Weitere Artikel in Bezug auf das Forschungsgebiet Infodemiologie sprechen von mehrgleisigen Strategien und Verhaltenskontrollen, um die Impfbereitschaft in bestimmten Bevölkerungsgruppen, unter anderem durch sogenannte Dread-Risk-Kommunikationsstrategien, zu Deutsch Szenarien des Grauens, zu erhöhen. In einem internen Strategiepapier der Bundesregierung wird der völlig unwissenschaftliche Vergleich zur spanischen Grippe sogar mit Zahlenspielen wie 2019 ist gleich 1919 und 1929 propagandistisch empfohlen. Damit soll gemahnt werden, die Corona-Pandemie werde so schlimm wie die spanische Grippe und die Weltwirtschaftskrise zusammen, wenn es nicht gelinge, sie einzudämmen. Ebenso wird darin empfohlen, Urängste zu schüren, indem man den angeblichen Erstickungstod hervorhebt und Kindern als angeblichen Infektionsverbreitern Angst zu machen, am Tod der Großeltern schuld sein zu können. Nur so seien die drastischen Freiheitseinschränkungen durchzusetzen, so das Papier. Auch Herr Professor Drosten weiß, wie man Verhaltensveränderungen durch Angstkommunikation bewirkt und nennt die psychologische Strategie in einem Interview Disease Awareness, zu Deutsch Krankheitsbewusstsein. Er möchte dazu das Internet sozusagen entgiftet sehen, indem Kanäle und Seiten sogenannter Wiederholungstäter, zum Beispiel Impfkritiker und andere Aufklärer, heruntergestuft werden, sodass sie nicht oder nur erschwert gefunden werden. Diese Art von Zensur wird in der Infodemiologie als aktives Monitoring bezeichnet und ist Bestandteil des Gesundheits- und Krisenmanagements. Warum mit derart propagandistischen Mitteln vor Corona Angst geschürt werden soll,
lässt sich nur erklären, wenn man sich anschaut, welche Ziele anvisiert werden. So hat die EU schon vor 2019 damit begonnen, einen Impffahrplan zu entwerfen, der neben der systematischen Überwachung der Bevölkerung bezüglich ihres Impfverhaltens und der Einstellung zum Impfen auch die Einführung eines elektronischen Impfausweises vorsieht. Sehen Sie dazu auch die Sendungen Impfungen als Wegbereiter der globalen digitalen Identifizierung und der perfide Plan des World Economic Forum 2020. Hier zeigt KlarTV auf, wie diese Entwicklungen zu einer bedrohlichen Verhaltenskontrolle der Menschheit führen.